Da muss ich dann anschließen, ist schon auffällig, dass, das ist eben selbst gesagt, in einer konservativen Gegend, in einem konservativen Umfeld, im Hause Lamberts, die Internationale ihren Platz hat. Ja, das ist schon etwas ungewöhnlich und ohne jetzt da jetzt Ahnenforschung im Detail zu machen. Also ich glaube, dass da bei meinem Vater eine Grundeinstellung war, aber jetzt ohne übermütig zu werden, würde ich meinen, dass das dann doch sehr wesentlich auch mit mir selbst zu tun hatte. Auch da kann ich also sagen, dass das Wechselverhältnis zwischen mir und meinem Vater immer ein sehr enges war in diesen Dingen und dass er sich dann auch ein bisschen von mir hat überzeugen lassen bei der einen oder anderen Sache. Aber wie gesagt, er war nicht der große Parteistratege oder Ideologe, er war eher so ein Mann mit seinen Überzeugungen und da war auch ein sehr hohes Maß an Gerechtigkeitssinn drin. Das war bei ihm sogar manchmal etwas so intensiv ausgeprägt, dass es schon manchmal Ärger gab auch.